Jeder Katzenbesitzer wünscht sich, dass sein Vierbeiner möglichst lange lebt und gesund altert. Deshalb handeln wir alle nach bestem Wissen und Gewissen, wenn es darum geht, wie wir mit unserem Vierbeiner umgehen. Und trotzdem kann es passieren, dass wir Fehler mit unserem Tier machen, das die Wahrscheinlichkeit auf Krankheit und ein vorzeitiges Ableben deutlich erhöht. Deshalb sehen wir uns im heutigen Video einige typische Fehler an und zeigen auf, welche Konsequenzen das hat und wie Sie sie vermeiden können. Fehler 1: Zu viel Trockenfutter. Trockenfutter ist für viele Katzenbesitzer die bequemste Art der Fütterung. Das allerdings kann auf Kosten der Gesundheit ihres Tieres gehen. Trockenfutter kann auf Dauer die Nieren der Tiere schädigen. Nicht zuletzt deshalb ist Nierenversagen eine der häufigsten Todesursachen bei Katzen. Ein Video zu diesem Thema, also die häufigsten Todesursachen, haben wir übrigens schon mal veröffentlicht. Wir verlinken es auf dem kleinen i rechts oben in der Ecke. Der Grund für die Gefährlichkeit ist einfach: Trockenfutter entzieht dem Katzenkörper sehr viel Wasser. Das kann bei zu großen Mengen selbst für kerngesunde Katzen auf Dauer sehr gefährlich sein. Selbst wenn parallel viel Wasser getrunken wird, wird es einfach vom Trockenfutter im Magen aufgesaugt. Nach Einschätzung vieler Veterinäre sollte Trockenfutter deshalb so wenig wie möglich gefüttert werden und stellt insbesondere für kastrierte Rassekater eigentlich ein komplettes Tabu dar, da diese Tiere meistens besonders anfällig für Blasensteine sind. Fehler 2: Minderwertiges Futter. Wer sich nicht damit auseinandersetzt, der erwartet vielleicht, dass minderwertiges Futter solches aus dem Discounter und hochwertiges Futter das ist, was wir alle aus der Werbung kennen. Bekannte Namen in bunten, lilanen oder blauen Verpackungen. Leider ist das aber nicht der Fall. Gutes Marketing bedeutet nämlich noch kein gutes Produkt. Häufig sind hier Zucker, Getreide und andere schädliche Inhaltsstoffe enthalten, die zu Krebs und anderen lebensverkürzenden Krankheiten führen können. Gutes Futter hingegen hat einen hohen Fleischanteil und verzichtet auf so gut wie jegliche Zusatzstoffe. Fehler 3: Impfungen vergessen oder übertreiben. Es gibt Impfungen, die sind unverzichtbar. Dazu gehört etwa FIP, eine gefährliche Infektionskrankheit des Bauchfells der Katze. Eine Impfung ist deshalb obligatorisch, denn das Virus kann auch von Menschen transportiert werden. Entsprechend sind auch reine Hauskatzen nicht vor einer Infektion gefeit. Abgesehen davon sollten Impfungen aber nur gemacht werden, wenn sie auch wirklich nötig sind und die Auffrischung ebenfalls erst dann erfolgen, wenn keine Antikörper mehr im Katzenkörper sind, denn Impfungen an sich sind auch nicht unbedingt gesund. Speziell bei Katzen besteht die Gefahr einer tumorösen Entartung der Injektionsstelle als Spätfolge einer Impfung. Wenngleich die Chance darauf eher nur im Promillebereich liegt, sollte sich jeder Katzenhalter bei Impfungen die Frage stellen, was das geringere Risiko darstellt. Die Impfung oder vielleicht sogar die Krankheit selbst, gegen die geimpft wird. Letzten Endes muss das jeder Katzenhalter möglichst selbstreflektiert selbst entscheiden. Auch zu Impfungen verlinke ich ein Video auf dem i rechts oben. Fehler 4: Auf Kastration verzichten. Klar ist, auch das muss jeder selbst entscheiden, und wenn Sie bewusst für sich entscheiden, dass Sie keine Kastration für Ihr Tier möchten, kann ich Ihnen das nicht verübeln. Allerdings ist es dennoch nachweislich so, dass die Lebenserwartung dadurch durchaus negativ beeinträchtigt wird. Insbesondere Kater verringern die Anzahl an Revierkämpfen drastisch und reduzieren genauso stark ihren Aktionsradius, sofern sie Freigänger sind, wenn sie sich für eine Kastration entscheiden. Das bedeutet in der Folge, dass das Risiko auf Überfahrenwerden oder andere Unglücke sinkt. Bei Weibchen, bei denen auf eine Kastration verzichtet wird, ist das Brustkrebsrisiko deutlich höher als bei kastrierten Katzen. Alles in allem sind Sie in der Verantwortung, wenn es um die Gesundheit und das Wohl Ihres Tieres geht, und wir sind sicher, Sie sind sich dieser Verantwortung bewusst. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Vierbeiner eine gute Gesundheit und ein langes Leben.